Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Wir haben uns gerade um unsere Tiere gekümmert. Die Bienchen und die Früchte an den Bäumen dürften noch einen Tag haben. Und wir gehen jetzt erstmal eine Runde Futter einkaufen. Weil wir haben nicht mehr viel Hühnerfutter und wir haben vor allem nicht mehr viel Rufusfutter, um genau zu sein, gar keins. Und der kleine Rufus soll natürlich nicht am Hungertuch nagen. So. Er soll ja groß und stark werden und unseren Hof beschützen. Unser Hof, apropos Hof beschützen, kam die Tage im Radio, dass hier irgendwo in der Umgebung sind drei Schafe verdurstet auf einer offenen, auf einer Weide, Rufus, Futter, auf einer Weide, weil die einfach in der prallen Sonne standen und ja, das haben Bauarbeiter haben es gemerkt und haben direkt so einen Wassertrog dahin gekarrt, damit die anderen Schafe was zu trinken haben. Auf der einen Seite voll süß von den Bauarbeitern und auf der anderen Seite denkt man sich nur, welcher Uhrensohn, ja? Von Bauer, Schäfer oder wie auch immer man ihn nennen mag, kommt auf die Idee, da die Schafe abzustellen, ohne ihnen Wasser zu geben. Gut, der kriegt auch eine schöne Anzeige und alles, aber trotzdem. Wenn die armen Tiere, ich glaube, verdursten, ist definitiv kein schöner Tod. Und ja, das ist einfach Tierquälerei. Das geht gar nicht. Was ich meine, what the fuck? Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben in der noch Aufnahme oder nicht. Aber auf jeden Fall, ne? Ihr seht's. Pinke Tische. Rosemary. Du fütterst dein Haustier regelmäßig, oder? Ja, wenn wir nicht, wird es nicht sehr glücklich sein. Das wäre doch traurig, oder etwa nicht? Es wird nicht nur nicht sehr glücklich sein. Uiuiui, was ein Satz. Yay. Sondern es würde auch einfach krank werden und verhungern. Natürlich füttern wir unseren lieben Rufus immer. Gut, wir brauchen noch eine Nasenmuräne. Die Nasenmuräne gibt es, glaube ich, im Salzwasser. Also hier im Meer oder im Stadtbrunnen. Oh, ein Pilz. Ich sage, wir fangen da. Gucken mal, ob wir da was fangen können. Mit Gurken und Pilzen beladen. Watschel, Watschel, Watschel. Ria haben wir auch lange nicht mehr gesprochen. Das war unser erstes Bauwerk. Wir hatten nicht mal genug Holz. Oh, damn. Hallo Ria, hallo Ria, hallo Ria. Du solltest versuchen, in verschiedenen Arten von Gewässern zu fischen. Es sind lauter verschiedene Arten von Fischen. Es gibt, ja. So. Angel rausholen. Und angeln. Yay. Schön die Seele baumeln lassen. Und die Angelrute ins Wasser hängen. Die Finger sind bereit, um die Nasenmuräne zu fangen. Es beißt aber nichts an. Na, gerade schon gedacht, Ria hätte hier alles leer gefischt. Aber es war nicht der Fall. Wir können noch was fangen. Was fangen wir? Wir fangen einen Flussbarsch. Wohlgemerkt, im Salzwasser, Ozean, fangen wir einen Flussbarsch. Der Name ist ausschlaggebend? Nicht. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Ja. Haben wir was Neues am Haken? Oh, das ist was Großes. Da müssen wir mehrere Tasten... Oh, falsch. Können wir? Danke. Gerade schon verkackt hier. Den kriegen wir aber noch. Den kriegen wir noch. Ja, wir haben ihn noch gekriegt. Gerade schon gedacht. Und? Eine Nasenmuräne! Wow, wow, wow! Fang je ein Fisch. Wir haben eine Errungenschaft. Wir haben eine Nasenmuräne. Nice. Ab ins Museum mit der Nasenmuräne. Und auf dem Weg dahin schauen wir beim Farmfan vorbei. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Wir haben jetzt zwei Errungenschaften, die ja nicht drin waren. Also die wir vorher noch nicht hatten. Vielleicht kriegen wir was. Ab zur alten Saufnase. Hallo, ich wusste genau, dass du hier sein wirst. Hey Yogi Bär, anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Wir haben einen Woll... Überzieher bekommen. Platz da. Und ein Mangobaumsamen. Yay. Mehr Bäume. Gut, aber wir bringen unsere Nasenmuräne natürlich erstmal ins Museum, damit sie sicher verwahrt ist. Wir haben neue Dinge. Es fehlen vor allem jetzt nicht mehr viele Achievements, dann haben wir alle Achievements. Brutal. Ich habe noch nicht Swap a Ball, also dass man einen Ball zurückschlagen muss, nehme ich mal an. Dafür muss wahrscheinlich irgendwer uns einen Ball zuwerfen, das geht natürlich im Singleplayer nicht so gut. Außer wir können nachher mit den NPCs Ball spielen.
So. Ist hier noch irgendwo was frei? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist noch ein bisschen was frei. Eine Nasenmoräne. So, hier Flussbarsch haben wir schon. Forellenbarsch? Flussbarsch, doch, haben wir schon. Den tun wir trotzdem hier dazustellen. Das ist unsere Vorratskammer hier. Ja. Der einsame Dino hier hinten, der nimmt Anlauf und rennt hier rüber. Und macht sie alle kaputt. Ja. So, gucken, wie es mit unserer Baumfarm aussieht. Baumfarm, kleine Baumfarm. Die Baumfarm, die ist lustig. So, sie sind alle gewachsen. Nein, es sieht irgendwie lustig aus. Es sieht irgendwie lustig aus. Die Frage ist, fällen wir die jetzt alle? Oh. Der geheimnisvolle Weg durch den Wald. Yay. Wir können stundenlang durchlaufen. Fällen wir die jetzt alle oder lassen wir sie erstmal stehen, bis wir Holz brauchen? Ich würde fast sagen, wir lassen sie erstmal stehen. Wir brauchen gerade aktuell kein Holz. Also warum sollten wir sie fällen? Gut, demnächst brauchen wir wahrscheinlich Holz. Aber gerade eben aktuell nicht. Ja? Gut. Es wird Zeit, dass Sommer wird und wir wieder Beeren ernten können. Beeren. Ja, ne? Wir brauchen eigentlich irgendwann auch irgendeine Pflanze, die das ganze Jahr über wächst, machen einfach ein riesengroßes Feld, was einfach nur da ist. Also was wir nicht abernten oder irgendwas. Das finde ich auch irgendwie cool. Das sah bestimmt schön aus. So, Gurken. So, kurz hier einmal alles raustun. Wir haben Eicheln. Wir haben Eier. Wir müssen Eier auch aufbewahren, damit wir, falls wir einen Kuchen... Okay, wir schmeißen einfach Wolle. Falls wir einen Kuchen backen wollen, einen Kuchen backen können. Bacon. So, gebratene Eier. Tun wir auch mal ins Regal stellen. So. Hallo. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Gut, wir müssen auf jeden Fall unser Dach noch schöner machen. Ich glaube fast, wir machen hier doch Fenster rein. Habe ich noch Ranch-Fenster? Da war ein Fenster, ich habe es genau gesehen. Ranch-Fenster, zwei Stück. Das sind die kleinen, wir brauchen aber große. Großes Ranch-Fenster, perfekt. Alles, was das Herz begehrt. Können wir das da reinbauen? Danke. So, da kommt ein Fenster hin. Hier kommt ein Fenster hin. Gut, hier muss eigentlich auch ein Fenster hin. Da ist nur dieser fucking Baum noch im Weg. Okay, da muss die Axt gezogen werden. Ein bisschen Blätter weghacken. Ja, dem Baum wird zu Leibe gerückt. Gut, das hätte früher oder später eh passieren müssen. So. Und dann machen wir hier... kommt ein Ding hin, das heißt, hier kommt das Fenster hin. So, was machen wir hier? Hier machen wir ein kleines hin. Hier machen wir ein kleines hin. Damn, das passt natürlich hier nicht, weil hier sind drei. Das heißt, hier müssen auch drei sein. Das heißt, hier muss der Hammer gezogen werden, um nochmal Platz zu schaffen. Zwei, drei und dann kommt hier das Fenster rein. Oh yeah. Das heißt, jetzt brauchen wir eigentlich wieder Holz. Wir haben noch ein bisschen gelbes Holz. Gelber Holzblock. Nehmen wir mit. So. Und so. Gut, den einen können wir auch noch verarbeiten. So, wunderbar. Ab ins Bett. Ab ins Bett! Erstmal eine Runde schlafen. Und einen Schluck Kaffee. Schluck Kaffee. Benutze eine Spitzhacke, um umgegrabene Erde wieder zu normal zu machen. Yay, Rufus hat uns wieder was geschenkt. Ich freue mich ja schon richtig. Ein Beistell dich. Danke, Rufus. Danke, Rufus. An den Pfotenschreibtisch. Zu meinem Pfotenschreibtisch auf dem Pfotenschreibtisch. Wenn wir jetzt auf dem Pfotenschreibtisch noch einen Pfotenschreibtisch draufsetzen könnten, wäre das geil. Aber ich glaube, das können wir nicht. Das wären zu viele. Klack. Rosi. Klack. Ida. Eier.
Ich glaube, das wären zu viele Pfotenschreibtische auf Pfotenschreibtischen, die auf Pfotenschreibtischen sind. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Guten Morgen, Alfredo. Faye. Faye, komm her. Hi. Diesen Drive. Das heißt, wir können sie ernten. Und zwar mit der Sense. Wir haben das ja schon mal gemacht. Gut, habe ich zwar aufgenommen, aber nicht so, dass man es hört. Und mit der Sense ernten ist super geil einfach nur. Super geil. Flop. Also absolut Dankeschön für den Tipp, dass man mit einer Sense ernten kann. Das ist einfach nur Premium. Das ist einfach nur Premium. Flop, flop, flop. Ja, ich finde das so geil, wenn die da hochfliegen. Das sieht einfach nur lustig aus. Können wir, wenn wir näher gehen? Nee. Gerade gedacht, wenn wir näher gehen, vielleicht können wir dann noch mehr Fläche bearbeiten. Aber es geht natürlich nicht. Es geht natürlich nicht. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das gehen würde. Aber da sagt das Spiel einfach, nö. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Beim letzten Mal ernten haben wir auch direkt mal durch den Zaun eine Reihe Blumen weggemacht. Weil das sind die guten sensenfreundlichen Zäune. Die sind sensendurchlässig, ja. Da nimmt die Sense keinen Schaden. Weil normalerweise, wenn man gegen den Zaun hauen würde mit der Sense, dann würde die Sense ja kaputt gehen. Aber hier beim sensenfreundlichen Holzzaun passiert sowas nicht. Ist natürlich sehr praktisch. Sonst müsste man zum Sensenschärfe und ja. Das will ja niemand. Das will ja niemand. Das kostet wieder hier Blütenblätter ohne Ende. Die Sense schärfen zu lassen. Flup, 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 flup. Alles fliegt in die Luft. Yay! Und nochmal. Yay! Diese kleinen Schrumpelkartoffeln hier. Ich mag das. Ich mag dies. Rufus beobachtet es auch. Er denkt wahrscheinlich gleich, es sind Bälle, die rumfliegen und er müsste sie fressen kommen. Hoffentlich nicht. Mal gucken, was der Rufus macht. Kartoffeln, Kartoffeln, die fliegen durch die Gegend. Das war knapp. Ich hätte gerade fast nur eine Reihe geerntet. Und? Flop. Und das gleiche Spiel hier wieder. Ich habe letztens festgestellt, als wir, wenn wir was aufladen, auf die Entfernung aufladen, also so wie wir es jetzt hier machen zum Ernten, dann haben wir kurz keine Energie. Also wenn wir das hier so loslassen, also wir laufen los, das geht relativ schnell. Wenn wir hier jetzt aufladen und einen Moment warten, bis alles aufgeladen ist und die Aufladung nutzen, dann sind wir am Anfang so kurz langsam. Also es muss in irgendeiner Form Energie geben, die hier aufgeladen wird. Also wie man es aus anderen Spielen eigentlich kennt, mit einer Ausdauer oder so. Ich bin gespannt, ob damit noch irgendwas gemacht wird. Oder ob das einfach nur, ja, vorhanden ist sozusagen. Flupp. Ne, so wollte ich das nicht haben. So wollte ich das haben. Ah, der. Nur zwei rein. Ja, nur zwei rein. Wir müssen also auch in die Richtung gucken natürlich. So, einmal abgeerntet. Zweimal. Ah, da haben wir nur eine Reihe mitgenommen. Flupp, 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 flupp. Ja, so kommen sie direkt zu uns und so nicht. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, damit können wir leben. Pfui. Alle fliegen in die Luft. Hätte ich jetzt ein Samurai-Schwert, ja, und wir das Fruit Ninja, dann könnten wir sie einfach in der Luft auseinanderhacken und würden uns die Schneidemaschine sparen. Gut, ich meine, wir sparen uns eh schon eine Menge dadurch, dass ja, ich die Mod installiert habe. Und wir nicht jedes Mal dastehen müssen und einen Knopf drücken. Ich glaube, da hätte ich einfach eine Sehnenscheidentzündung, bevor ich überhaupt auch nur ansatzweise irgendwas gekocht hätte. So 5 Milliarden Mal. Also, angenommen für unsere Pommes. Wir müssten 5000 Mal draufklicken, um einfach Dings. Nö, ne? Dings. Ihr wisst, was ich meine. Um 5000 Portionen Pommes zu schneiden, also Kartoffeln zu schneiden. Dann müssten wir 5000 Mal draufdrücken, um es zu braten. Ich glaube, wir wären einfach 20 Folgen lang nur am Kochen. Und, nee, darauf hätte ich keinen Bock. Es ist zwar eine gewisse Form von Cheating, weil wir natürlich parallel weiterarbeiten können und dadurch wesentlich mehr Geld machen. Hallo Freddy. Geld machen können, als das Spiel es eigentlich vorsieht. Aber ich finde das in Ordnung.
Give me some milk. Give me some milk. Kurze Schafrasur. Hast du eben Milch gegeben? Nee, hat sie nicht. Jetzt hat sie Milch gegeben. Rasur. Ja. Normalerweise sind Schafe nicht so entspannt, wenn sie geschoren werden. Dafür muss man ihnen die Beine zusammenbinden. Aber gut, wir haben halt die entspanntesten Schafe der Welt. Da geht es auch ohne. Oh, der Honig ist ready. Dann wird erstmal eine Runde gesmoked. Smoken, smoken und dabei Kaffee trinken. Kaffee. Haben wir hier einen übersehen? Den haben wir auch. Den hat es nicht richtig erwischt. Ich merke schon, weil man kann die Maus gedrückt halten und dann immer eins weitergehen. Aber man muss scheinbar warten, bis es wirklich abgeschlossen ist. Sonst klappt das nicht. Sonst klappt das nicht. Gut, wir brauchen noch ungefähr 500 bis 600 Kartoffeln. Und dann haben wir unsere 5000 Portionen Pommes bereit. Gut, wir müssen sie noch schneiden, kochen und so weiter, braten. Aber wir sind dem Ziel sehr, sehr nahe schon. Fast genauso nah wie das Update 1.3, würde ich mal behaupten. 5 Jahre später. Klick, klick, klickeli, klick. So. Gut, Honig geerntet. Flupp. Und die Zitronen sind reif. Das heißt, die Mangos sind auch reif. Yeah. Wir müssen hier natürlich dann auch nochmal rangehen, weil wir haben noch einige Baumsamen. Und wir haben auch noch Bäume, die wir gar nicht angepflanzt haben. Und vor allem haben wir manche Reihen noch nicht vollständig. Also ich finde, 10 Bäume ist so das Minimum, was wir haben sollten, damit wir einfach genug Früchte von allem haben. Und damit es schön aussieht, weil ich meine, so ein einsamer Baum, das ist ja ein bisschen blöd. Also auch hier Bananen, Drachenfrucht und so weiter. Und ich habe gesehen, die Drachenfruchtmarmelade bringt am meisten Money. Das heißt, da hinten kommen noch Bäume dazu. Definitiv. Definitiv. Und wir brauchen Pfirsichbäume, damit wir Mango-Pfirsich-Smoothies machen können. Weil wir haben jetzt fast 350 Mangos. Da geht was. Ich sag's euch, da geht was. So, die 4 Eier kommen dahin. Wolle, Zitronen, Limetten, all diese Dinge. Limetten, Zitronen, Kartoffeln werden direkt geschnitten. Direkt geschnitten, wunderbar, es klappt. Die Wolle kommt hier hin. Man kann aktuell eine Sache aus Wolle machen. Und zwar, gelb gefleckten Teppich. Ich habe da mal nachgeguckt, weil ich habe Wolle verkauft und mir gedacht, ja, was kann man mit Wolle schon großartig machen? Nicht viel. Also, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man sich irgendwie einen Pulli stricken kann oder irgendwie sowas. Wir tun mal hier den Laborkittel raus. Tun mal raus, Sonnenbrille tun mal raus, noch ein Laborkittel, tun mal raus, Kapuzenpullover tun mal raus. Braucht ja nichts doppelt. Also ich meine, wir sind ja keine... Was guckst du da? Cecil? Nein, ich möchte nicht Cecil mit einem Hammer zerbrechen. Das fände ich dann doch ein bisschen brutal. Eigentlich könnten wir den Laborkittel auch behalten und Cecil schenken. Hier ist Cecil, Laborkittel. Benutze einen Kleiderschrank, um dies zu tragen. Ich möchte Cecil nicht am Körper tragen. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber gut. So, das haben wir gemacht. Wir haben alles abgeerntet. Wir haben... Ja. Und von hinten Anlauf und Bock springen. Oh, Bock springen. So. Gut, 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 gut. Das heißt, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen Holz, damit wir hier oben ausbauen können. Um Holz zu machen, brauchen wir unser Bauholz. Wir holen unser Bauholz aus unserem Bauholzlager. Bauholz. Und dann geht's ab zur guten Alicia. Ab zu Alicia. Ha! Wir haben einen blauen Voxelboy. Wir haben eine neue Mission. Wir müssen rausfinden, wem dieser blaue Voxelboy gehört. Jamie ist mein erster Verdacht. Jamie, der, die, das, alte Zockerin. Jamie ist ja ein die, der, haben wir herausgefunden. Er hat zwei verschiedene Schuhe an.
Wusstest du, dass Pilze und Früchte in der Stadt einsammeln kannst? Du kannst sie für ein wenig extra Geld verkaufen. Deswegen brauche ich auch keinen Job. Jo, ich kann auch vom Punchflaschen sammeln leben, aber das ist einfach nicht so mein Stil. Yogi-Bär, nur eine kleine Warnung. Bitte halte deine Tiere vom Dorfplatz fern. Ich habe keine Lust, hinter ihnen herzuputzen. Ich habe das große Bedürfnis, mein eines Huhn einzufangen und auf den Dorfplatz zu setzen. Ach herrje, ist das ein neuer Fund? Ich muss ihn sofort... Oh, das ist ja wohl eh. Ach herrje, ist das ein neuer Fund? Ich muss ihn sofort erfassen. Dafür belohne ich dich mit 5 Volleen Enzyklopädie-Punkte. Du hast dann jetzt insgesamt 603. Ich habe keine Ahnung, wann der uns neue Punkte gibt und wann nicht. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Dementsprechend... Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns gerne auch abonnieren. Ansonsten, ja, Fragen, Anregungen, Wünsche wie immer in die Kommentare. Dafür sind sie da. Ich glaube, sie hat was gesagt, was wir vorher noch nicht gelesen haben. Und ansonsten, morgen um 13 Uhr gibt es die nächste Folge. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye.